Und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, The Jig is of Time, mit dieser wunderschönen Tetris-Musik hier im Hintergrund. Wir sind im Gerudo-Tal aktuell angekommen und hier haben wir uns jetzt mittlerweile schon ein bisschen umgesehen, sag ich mal. Wahrscheinlich noch nicht alles gefunden, aber ich weiß zumindest gerade nicht, was ich hier noch machen soll. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen erstmal in die Festung rein und gucken mal, was wir da so Schönes machen können. Wir müssen uns auf jeden Fall auch wieder verwandeln, denke ich mal. Und irgendwie müssen wir auch fliegen können. Da bin ich mir fast auch sicher. Aber wir gucken erstmal, wo es jetzt hier hingeht. Hundertprozentig in die Festung. Wie geil, ey. Oh nein. Oh, jetzt geht's richtig los mit der Musik. Okay, kann ich da? Wird das was, wenn ich da meine Eier hochschieß? Ja. Ah, oh, geil, jetzt geht die Musik richtig los. Sehr nice. Okay, wir haben hier Federn. Eine Note. Die Kisten kann ich nicht kaputt machen, okay. Da hinten ist ein Fass. Eine Vase mit Banjo und Kazooie drauf. Was soll mir das sagen? Was passiert, wenn ich da reinjump? Okay. Die ist doch für irgendwas gut, oder? Merkwürdig. Okay, wir haben hier auf jeden Fall die ganzen Eingänge. Ich bin gespannt, was das heißt für uns. Und da kommen wir doch bestimmt auch rein, oder? In die Arena? Ich gucke mich erstmal um. So, Federn brauchen wir nicht. Die sind voll. Eier könnten wir auf jeden Fall immer wieder gut gebrauchen. Bist du ein Hamster? Ja. Und Teppiche? Was zur Hölle? Come on, come on. All to Quandy's Fabulous Shooting Gallery. Get one that carpet and shoot down two targets. And the price is as good as yours. Okay, ich soll Targets abschießen? Ein Kaktus, ey. Die da oben? Und das sind die Targets? Mit dem Teppich vielleicht. Und hier muss ich doch fliegen, oder? Warte mal, ich sammle mir erstmal ein paar Eier wieder zusammen. Sonst wird das eh nichts mit dem Abschießen. Alter, die Musik, die geht ja so ab. Gut. Das war im Tal, war das nur Vorgeschmack. Hier in der Festung ist die Musik jetzt on point. Aber hier muss man bestimmt auch irgendwie fliegen können. So, was los? Kann ich nochmal mit dir reden? Nö. Er hat mir quasi schon gesagt, was ich machen soll. Finde ich gut. Und hier sind auch nochmal Noten versteckt. Aber... ich muss wahrscheinlich eh auf dem Teppich... ja, ich muss auf dem Teppich fliegen. Düdülü. So, Noten haben wir erstmal soweit eingesammelt. Hier haben wir auch nochmal ein paar Eier. Die nehme ich mir auch nochmal mit. Das ist schon wieder in der Hand, ne? Ja, die Hände sind nervig. Aber das bringt doch nichts, die zu töten, oder? Die spawnen doch bestimmt wieder. Wir können es mal versuchen. Einfach mal gucken, was passiert, wenn die Hand tot ist. Ja, das ist auf jeden Fall schon wieder eine. So, Eier haben wir erstmal ein paar. So, ich guck mal, ob ich irgendwie auf den Teppich komme. Wo ist denn der Teppich? Zack. Let's go. Ja, aber... ach du Scheiße. Ja, das kann ja was werden. Aber kann ich in der Luft... kann ich in der Luft Eier schießen? Warte mal.
kann in der Luft gar keine Eier schießen. Oder wie soll ich das machen? Da sind goldene Federn. Aber kann ich in der Luft? Ne, ich kann... Hä? Ich komme doch auch gar nicht auf die Höhe, oder? Oder soll ich fliegen? Irgendwie muss man hier fliegen können. Aktuell bin ich ja verwirrt. 9 gemacht habe ich. 9! Aber der Teppich fliegt auf jeden Fall nicht so hoch, dass ich da jetzt auch alles abballern könnte. Oder? Doch. Eigentlich schon, ne? Jo, geil. Ah. Ah, okay. Frage ist, komme ich mit der... Mit der Sprungplatte an das Puzzle. Ja, das war schlecht. Ba, ba, ba. Du, 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 du. Okay. Ba, 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 ba. Ah, shit. Ich werde hier immer wieder abgesetzt. So, jetzt aber, pass auf. Die schnappen wir uns jetzt hier die Wurzel. Ah, ein Treffer daneben. Aber das Zielen ist halt auch echt doof gemacht bei Banjo-Kazooie. Jo, da haben wir die. So, nein, schon wieder ganz knapp daneben. Du, 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 du. Wir schaffen das. Ah. Mann, ich vergeude hier schon wieder so viele Eier, ne? Das ist halt echt traurig. So. Ich weiß nicht, ob es da einen Sonderpreis für gibt, wenn ich alle treffe. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich ist nur das in der Mitte wichtig. Und die anderen sind eh so nebensächlich. Aber guck mal, das andere hier... Da komme ich doch bestimmt auch mit der Feder... Achso, ne, ich komme ja gar nicht mit der Feder dran. Na, das war dumm. Das war dumm. Ich muss den in der Mitte auf jeden Fall auch kaputt machen, weil da komme ich sonst gar nicht dran. Aber die Frage ist halt, komme ich da überhaupt dran? An die Federn auch. So überhaupt nicht. Die, hallo, Banjo. Let's go, Superkamera. Ja, könnte ganz knapp was werden. Nein, der Teppich. Guck mal, ich habe alle Ziele getötet. Abgeschossen. Schade. Du, 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 du. So, erstmal schon Kaffee. Zielwasser trinken. Die eine Wurzel würde ich schon noch gerne wegmachen. Dann kommen wir bestimmt irgendwie an das Puzzleteil, was da in der Zielscheibe hängt. So, jetzt aber. Baba, so, jetzt müssen wir mal gucken. Easy, Alter. Geil. Ah, da mal ein weiteres schönes Puzzleteil. So. Jetzt frage ich mich halt auch, ist das jetzt hier abgeschlossen damit? Ich kann mir auf jeden Fall die goldenen Federn noch holen. So, Nummer 12. Und da drüben das natürlich auch noch. So. Zack. Alles beendet hier. Okay, was haben wir denn hier noch?
Kommen jetzt hier nochmal Hände? Okay, ich glaube, wenn die tot sind, dann kommen die doch nicht nochmal. Da oben ist eine Plattform. Wie soll ich denn auf die Plattform draufkommen? Hm? Das ist doch bestimmt wieder irgendein Geheimnis. So, hier sind Kakteen. Okay. Ich betrachte das erstmal als abgeschlossen. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Aber irgendwie durchfliegen. Wie und wo ich fliegen kann, das ist die Frage. Okay. Dann ist erstmal Festung-Time, glaube ich. Komme ich hier irgendwie hoch? Nee, leider nicht. Das wird ganz knapp, leider nichts. So. Ja, was können wir machen? Kann man auch durch das Tor einfach gehen? Das ist auch einfach offen, das Tor. Okay. Was ist hier oben? Na, na, na. Eine goldene Feder. Natürlich kann ich auch hier wieder rumklettern. Oh Gott. Aber da ist so ein bisschen buggy. Gott. Gut, alles klar. Wir haben auf jeden Fall so viele Federn hier. Da muss doch irgendwas mit Fliegen noch dabei sein. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Gucken mal, was dabei rumkommt. Du Scheiße, okay. Ist jedes Mal, wenn ich irgendwo reingehe, komme ich woanders raus. Aber hier kann ich zum Beispiel einfach rüberfliegen. Hi, kleine Mumie. So. Gehen wir hier rein. Wo kommen wir da raus? Okay, wir kommen hier raus. Was passiert hier? Das ist eigentlich nicht möglich. Aber gut. Okay, jetzt komme ich wieder hier raus. Also hier heißt es jetzt Munda Eingänge ausprobieren. Quasi. Dann haben wir den hier. Was passiert hier Schönes? Ach, da komme ich auch wieder hier raus. Okay. So, was ist hier? Okay, hier waren wir noch nicht. Oder wo sind wir jetzt? Okay, verstehe. Zack. Zack. Was ist denn das hier? Toll. Alles für ein Spiel. Metroid Prime. Ja, cooles Spiel. So, hier komme ich nicht hoch. So, jetzt bin ich hier gerade rausgekommen. Da drüben gibt es noch ein paar Noten. Da unten waren wir auch noch nicht drin. Da oben ist auf jeden Fall auch noch was. Okay, gehen wir erstmal hier runter. Okay, was passiert hier? Ah ja, okay. Jetzt bin ich ganz oben drauf. Oh, jetzt muss man sich die ganzen Eingänge merken. Und gucken, dass wir halt irgendwo rauskommen, wo man noch nicht war. An bestimmten Geheimnissen. Und anderen Orten. Okay.
So, hier war normalerweise ein Herzteil. Nee. Und ein Loch in der Wand. So, da oben ist auf jeden Fall auch eine fette Schatzkiste. Komme ich da jetzt hin? Sieht so aus, ne? Okay, ein Gitter. Okay, so, eine Schatzkiste mit einem weiteren Puzzleteil. Und wir können hier einen Ginger noch befreien irgendwie. Da unten liegt, glaube ich, Super Smash, by the way. Ja, Super Smash für die Wii. Frage ist, wie komme ich da rein? Hi! Ja. Super Smash Bros. For Wii. Bros. Brawl. Hi! Wie komme ich denn zu dir? Okay, da gibt es auch einen Gang. Aber so einen schmalen. Also da muss ich, glaube ich, mich irgendwie verwandeln. Um da hinzukommen. Könnte ich mir gut in der Wüste vorstellen, dass das da versteckt ist. Das Verwandeln. Aber wir haben erstmal ein weiteres Puzzleteil gefunden. Das gefällt mir ganz gut. So, wir haben trotzdem noch einiges zu tun hier. Unter Umständen. Wir waren zum Beispiel hier noch nicht drin. Ne, hier waren wir noch nicht drin. Okay, hier komme ich hier wieder raus. Nein, hier runterfallen. Okay, und da waren wir auch noch nicht. Da müssen auch noch zwei Noten versteckt sein, glaube ich. Oder? Na, Siggi. So, da haben wir nämlich auf 45. Das hört sich nach einer guten Zahl an. Aber. Jetzt packt er da irgendwo rum. Okay. Bin ich erstmal zufrieden mit. Wir haben ein Puzzleteil bekommen. Wir haben, ja, ein paar andere Dinge bekommen. Oh Gott. Wenn die Hand mich crappt, was passiert denn dann? Kriege ich dann nur Schaden oder nimmt die mich mit irgendwo hin? Gute Frage, ne? Okay, ich würde aber sagen, wir sind hier auf jeden Fall erstmal durch, soweit. Ich wüsste zumindest nicht, was ich jetzt noch machen soll. Für alles andere müsste ich irgendwie fliegen können. Ja, deswegen würde ich sagen, auf in die Wüste. Bin ich mal gespannt. Wüste, Wüstenkoloss, was passiert da so? Ah ja, wir sind direkt beim Wüstenkoloss, okay. Boah, die Musik ist aber auch cool. Was ist denn das für Musik? Ich hab's ja gerade irgendwie nicht. Also ich kenne sie irgendwo her. Aber ich habe sie irgendwie gerade nicht im... Ich weiß gerade nicht, was es ist. Mist, komme ich nicht hoch. Heißt, glaube ich... Ist das irgendwie so, Link's Awakening oder sowas? Nee, ich meine... Oracle of Ages? Könnte ich mir irgendwie vorstellen? Irgendwie sowas? Ach komm schon. Mano. Ah, ist das nervig. Wie komme ich denn auf die Palme drauf? Was haben wir da unten eigentlich? Okay, okay, okay.
Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss hier heute mit dieser Folge. Und sehen uns in einer neuen Folge dann wieder zu Banjo-Kazooie, The Jig is of Time, hier beim Wüstenkoloss, bei der Wüste. Bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall sind hier viele Bienen. Das ist eklig. Bäh. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.